Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Modernes Haus. Es war mal wieder Zeit für ein Haus und heute möchte ich euch zeigen, wie ihr diesen coolen Würfel bauen könnt, in dem es alles gibt. Ihr habt Nahrung auf dem Dach mit einem schönen Wasserfall und Bäume und ganz, ganz, ganz viel Platz. So, um unser schönes Würfelhaus zu bauen, brauchen wir überwiegend Quarzblöcke, Fichtenholzbretter und hellblaue Glasscheiben. Und wir fangen einfach mal an. Wir brauchen erstmal irgendwo natürlich einen Anfangspunkt und machen dann einen Kasten, der 26 mal 26 Kästchen ist, von denen ziehen wir zu. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. So, und hier haben wir dann 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. So. Und das Ganze natürlich dann einmal rum und Quarzblöcke reinmachen. Jetzt haben wir unser Grundriss im Prinzip. 26 mal 26 Kästchen. Und das Ganze müssen wir jetzt 10 hoch machen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das ist natürlich an jeder Ecke, aber wenn wir eine Säule haben, dann zählen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Und auf dem 10. machen wir auch wieder eine Säule. Das sind dann unsere großen Räume hier unten. Dann lassen wir 4 frei, also 1, 2, 3, 4. Dann kommt hier wieder eine Säule hin. Und hier kommt wieder die Zehnersäule hin. Also 2, 4, 6, 8, 10. Die anderen Säulen werden auch 10 hoch. Und das Ganze machen wir dann auf jeder Seite. Also hier auch wieder 2, 4, 6, 8, 9 freilassen. 2, 4 freilassen. Dann wieder die Ecke. Das ziehen wir dann alles hoch und machen oben auch wieder den Ring drumherum. So. Jetzt haben wir das Gerüst von der ersten Etage oder vom Erdgeschoss schon fertig. Jetzt brauchen wir Fichtenholz und ziehen innen einen Rahmen rum. So. Und oben auch. Also hier. Das muss einmal komplett rum. Und dann müssen wir noch hier in die Ecken natürlich hochgehen. Also so. Und das Ganze dann natürlich schließen. So. In der Ecke auch. Und hier bei diesen zwei weißen Säulen machen wir immer links und rechts davon jeweils eine Säule hoch. So. So. Und so. Und das Ganze machen wir jetzt wieder rundherum. So, jetzt haben wir unseren Holzrahmen fertig. Und müssen uns um die Fenster kümmern. Wir sehen hier bei den schönen quadratischen Fenstern, dass wir oben Holz haben und unten und rechts und links. Hier haben wir aber nur links, unten, rechts und oben nicht. Das heißt, wir müssen hier nochmal schnell eine zweite Reihe reinziehen in die Fenster. Also nur oben. Nicht unten, nur oben. Und dann können wir uns schon um die Fensterformen kümmern und haben unser Erdgeschoss fast fertig. Nur zu kleiner Info am Rande. Ich habe in die Aufnahme jetzt ein bisschen mehr Farbe reingedreht, ein bisschen mehr Schärfe, also nur minimal. Farbe habe ich um, glaube, 2% erhöht und Sättigung um 1%. Das Ganze führt einfach dazu, dass das Ganze jetzt ein wenig farbenfroher aussieht. So, wir haben den Rahmen rumgezogen. Jetzt geht es an die Fenster. Die Fenster sehen jetzt so aus und wir haben hier eine 7er Breite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und auch eine 7er Höhe. Das heißt, wir haben genau eine Mitte, in der wir einfach ein Kreuz machen können. Ja, ist die richtige Höhe. Und dann haben wir diese Fenster genauso wie da drüben auch. Diesen mittleren Balken ziehen wir auch hier bei diesen schmalen Durchgängen einfach durch. Das reicht. So. Hier unten machen wir natürlich auf, weil hier die Tür reinkommt.
Und dann machen wir alle Fenster gleich. Also so ein Kreuz rein und den mittleren Balken hier durch diese schmalen Fenster hier einfach mit durchziehen. Und das machen wir jetzt mal rundherum. So, jetzt haben wir alle Fenster fertig. Also die Fensterrahmen, das Glas und die Dekoration machen wir zum Schluss. Ich war mal so frei, hier einen Boden einzuziehen, weil das ist die nervigste Arbeit bei solchen Gebäuden und das müssen wir uns nicht angucken. Kommen wir zur nächsten Etage. Wir sehen, unten ist um einen Block nach innen versetzt, oben nicht. Das heißt, das wird ein bisschen einfacher. Wir gehen hin. Wir haben jetzt hier ein Stück Terrasse und wir sehen schon, das schließt genau hiermit ab. Und das werden wir jetzt einfach bauen. Das heißt, wir nehmen die rechte Säule, wenn wir auf den Eingang gucken, machen 1, 2, 3, 4, 5. Und hier auf der Seite oder auf der anderen, es kommt ganz drauf an, wo ihr die Terrasse haben wollt, nehmen wir dann auch die linke Säule. 1, 2, 3, 4, 5. So, dass wir im Prinzip eine Ecke oder dieses große Kästchen, was wir hier haben, das lassen wir hier offen. Und jetzt müssen wir das verbinden. Und zwar einfach in das Haus rein oder in den Raum rein. Wir sehen, so. So ist das Ganze jetzt verbunden. Und jetzt gehen wir hin, machen hier wieder alle Säulen 1, 2, 3, 4, 5 und ziehen auf der 5er Höhe den Rahmen einmal rum. Wir nehmen alle Säulen mit, bis wir wieder da drüben angekommen sind. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell. So. Jetzt haben wir den Rahmen für diese Etage auch fertig. Jetzt kommt ein etwas kniffligerer Teil, denn ich möchte, dass diese Terrasse nicht hier anfängt, also nicht irgendwie hier, sondern hier drinnen. Also die soll Teil überdacht sein, Teil nicht überdacht. Dafür gehen wir hin an die andere Säule hier, also direkt dahinter, und ziehen die einfach genauso rum. So. Denn es soll genau bis hierhin überdacht sein. Also von hier bis da soll es überdacht sein. Und der Rest ist frei. Aber jetzt müssen wir uns überlegen, wie machen wir die Fenster da rein. Das ist gar nicht so schwer. Wir gehen hin, nehmen unser Glas, machen 1, 2, 3. Dann kommen da zwei Blöcke hin. Dann kommt ein Block, zwei lassen wir frei. Wieder ein Block Glas. Dann wieder zwei Blöcke. 1, 2, 3. Und hier müssten wir dann genau hier drunter sein. Genau. Also dreimal Glas, zweimal Quarz, einmal Glas, dann zwei frei, einmal Glas, zwei Quarz, drei Glas. Also 3, 2, 1, dann zwei frei lassen und wieder 1, 2, 3. Und das Ganze passt hier genauso rein, weil wir einen quadratischen Würfel haben. Klingt komisch, ist aber so. So. Wenn wir das haben, können wir hier natürlich erstmal die Wände wieder hochziehen. Das Glas machen wir später. Das brauchten wir jetzt nur zum Abstecken. So. Dann haben wir die Fenster schon mal. Das ist ein bisschen verwirrend mit diesem Doppelbogen hier oben, ne? Aber ich versuche mein Bestes. Hier das Fenster lassen wir so. Hier wird es jetzt spannend. Denn hier gehen wir hin, nehmen auch wieder die Mitte. So, also wir ziehen von unten einfach weiter, machen das aber drei breit. So. Weil da kommt gleich der Wasserfall runter, genau an der Seite. Und deswegen würde ich es hier drei breit machen, damit es nicht so ganz knapp am Fenster vorbei sippelt, das Wasser. Und diese Dreierbreite würde ich ehrlich gesagt in allen großen Fenstern machen. So, also hier auch. Hier lassen wir so. Hier kommt wieder ein Dreierfenster rein. Hier auch wieder. Also drei breit. Was auch ein Dreierfenster ergibt, weil 1, 2, 3. Hier lassen wir wieder so. Hier kommt wieder ein Dreierfenster rein. Also auf alle großen offenen Seiten kommt immer diese Dreiersäule, damit wir Dreierfenster bekommen. Na, komm her, danke. So. Jetzt haben wir eigentlich diese Etage schon fertig. Wir haben alle Fenster reingemacht, wir haben unseren Durchgang für die
halb überdachte Terrasse gemacht, weil hier, das werden wir einfach so hochziehen. Und fertig. Als hätte man eine Glasschiebetür offen. Und jetzt können wir hier eigentlich eine Decke reinmachen und kommen zur nächsten Etage. So. Ich habe jetzt mal eine Decke reingezogen. Das Stück, was überdacht ist, ist mit Steinziegel, das andere wieder mit Fichtenholz. Wir werden jetzt auch sehen, warum. Denn wir kommen zur letzten Etage. Die ist genau genommen genauso wie die hier unten. Nur, dass wir diese Reihe Fichtenholz nicht haben. Also da wird das Glas nicht oben abgetrennt mit Holz. Also nicht so wie hier, sondern geht bis an das Weiße ran. Ansonsten fangen wir hier an. 2, 3, 4, 5. Wir lassen dann dieses Kästchen hier, lassen wir da oben auch nochmal als Terrasse frei. Das heißt, wir nehmen jetzt das, was wir hier unten als innere Wand hatten, nehmen wir jetzt oben als äußere. Also hier nochmal 1, 2, 3, 4, 5. Biegen das Ganze einfach rum. So. Und hier nochmal. Und hier auch wieder 1, 2, 3, 4, 5. Nochmal zumachen. Und jetzt gehen wir hin und machen das genauso wieder wie hier unten. Das heißt, da müsste wieder ein Rahmen rein. Aus Holz. Ne, eins zu weit. So. Mann, so muss da wieder genau ein Rahmen rein. Und diese Fenster kann man wieder genauso mittig teilen. Und so machen wir das jetzt. Wieder den weißen Rahmen rumziehen. Alle weißen Säulen hochziehen. Also die Säulen, die wir auch unten hatten hier. Nicht diese Dreiersäulen. Rahmen rumziehen. Dann innen den Holzrahmen wieder machen. Und da wieder die Mitte suchen. Und wieder so zuziehen. Und das machen wir jetzt mal schnell. So. Ich habe das mal schnell gemacht. Also wieder genau wie unten diese Säulen hochgezogen. Rahmen drumherum. Holz innen einen Rahmen gemacht. Nur diesmal nicht diese zweite Reihe oben, wie wir es hier unten haben. Und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze halt hier machen mit dem Balkon. Die Fenster natürlich halbieren. Das habe ich jetzt mal gerade schnell vergessen. Das holen wir mal schnell nach. So. Und hier nochmal und da drüben nochmal. So. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir eigentlich hier mit diesem Bogen? Denn der passt ja nicht mehr so ganz da rein. Aber eigentlich passt der es doch. Wir gehen wieder innen eine Reihe lang erstmal. Einfach nur zur Orientierung. So. Und oben können wir auch gleich hinterher gehen. So, komm. Haben wir den Rahmen schon mal. Und wir können uns eigentlich genau an dem, was hier hinten ist, orientieren. Das heißt, wir machen hier eine Säule hin. Das ist dann die Säule, die hier ist. Und wir machen hier eine Säule hin. Die Säule, die da ist. Dann lassen wir zwei frei und hier kommt wieder eine Säule hin. Die Säule gegenüberliegend. Dann können wir hier eine Säule machen. Und hier eine Säule machen. Und wir haben exakt dieselben Fenster wie auf der anderen Seite auch. Und hier machen wir das auch. Wenn man symmetrisch baut, erspart einem das sehr, sehr viel. Und es ist gleichzeitig sehr, sehr angenehm anzusehen. So, haben wir das schon fertig. Also eigentlich kopieren wir einfach die gegenüberliegende Wand. Und jetzt würde ich hier und hier, wo wir eigentlich diese weiße Säule haben, würde ich einfach einen Durchgang lassen, dass man dadurch dann hoch auf die Terrasse kommt. Ja, das war's eigentlich. Jetzt gehört hier oben wieder eine Decke rein. Und dann kommt das Dach. So, kommen wir zum Dach. Auf dem Dach brauchen wir eine Schicht Dirt. Und zwar nur so, wie auch das Fichtenholz ist. Den weißen Rahmen lassen wir frei. Und wenn wir die Schicht Dirt drauf gemacht haben, nehmen wir Quarzstufen und machen die so rum einmal komplett rundherum dran. Also das ganze Fichtenholz voll Dirt, außenrum eine Quarztreppe auf dem Kopf drumherum.
So, ich habe mal die Dirtschicht und die Quarztreppe drumherum aufs Dach gemacht. Jetzt brauchen wir fürs Dach Knochenmehl, Eichensetzlinge, Stein, Wasser und Eichenholzzaun und, was ich vergessen habe, Weizenkörner. Als erstes nehmen wir die Mitte, was hier wieder diese Säule ist, die wir von unten nach oben durch die Fenster ziehen und machen mal so eine Linie rein. Und zwar hier auch genau zur Mitte und da lang. Jetzt machen wir außen oder innen, wie ihr möchtet. Ich mache es außen, also von dieser Linie aus außen, nicht innen Richtung Terrasse, sondern in die andere Richtung. Lassen wir jeweils einen Block frei, machen da einen Eichensetzling hin und den lassen wir mal wachsen. Tada! Oh, das ist recht groß geworden. Naja, und das mache ich auf der anderen Seite auch. Also einen freilassen. Tada! So haben wir zwei Bäume oben auf dem Dach. Jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir unseren kleinen Wasserfall machen hier hin. Ich sag mal, der fängt 1, 2, 3, 4, 5. Da fängt der an. Dann geht der hier runter, hier runter, hier runter. So. Also das Wasser läuft dann in die Richtung und in die Richtung. Und ich mache jetzt halt so ein kleines Treppchen. So. Da würde das Wasser jetzt langlaufen. So macht keinen Sinn. Also eins tiefer. So. 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 Ich kann so machen, ne? So, so, so. So. Wenn ich da jetzt Wasser drauf schütte, hier, dann läuft das da runter und da runter. Tada! Jetzt müssen wir natürlich die Linien hier noch auffüllen. Also diese Linie und diese Linie. Sehr schön. Jetzt müssen wir unseren kleinen Wasserfall aber noch ein bisschen natürlich aussehen lassen. Das heißt, wir bauen immer so Säulen hoch. Nicht ganz hoch, sondern nur so ein Stück. Da noch. Hier vielleicht noch so und da noch so. Da machen wir hier noch eine Säule hin. Hier machen wir eine Einersäule. Also einfach so ein bisschen ganz ein wenig natürlicher wirkt. So vielleicht. Jetzt sieht das Ganze schon wesentlich natürlicher aus. Und ich habe was vergessen. Wir brauchen noch eine Hacke. Eine Hacke brauchen wir noch. Denn wir gehen jetzt hin, machen von dem Baum aus. Lassen wir zwei Blöcke frei, dann kommt Zaun. Den machen wir zwei nach hinten. Und dann ziehen wir den. Mal gerade gucken. Hier lassen wir auch eins, zwei frei. So. Dann ziehen wir den Zaun zwei nach hinten und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben rüber. Also, zwei nach hinten und ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben rüber. So. Hier machen wir dann unser Weizen hin. Sehr schön. Kann man hier ein bisschen wachsen lassen. Sieht schöner aus. So. Und dasselbe machen wir hier auch nochmal. Also wieder 1, 2 freilassen. Zaun 2 nach hinten ziehen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2 nach hinten ziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und schon haben wir da auch ein Kästchen für noch mehr Weizen. Dann hat man auf dem Dach so ein bisschen Natur pur. Und ansonsten trotzdem ein modernes Haus. Ich finde das echt cool. Ich mag das. Man muss ja nicht unbedingt auf dem Dach anbauen. Man kann auch auf der Terrasse anbauen, wie man möchte. So, lassen wir so ein bisschen querbeet. Dann nehmen wir unser Knochenmehl und verteilen das hier oben einfach noch ein bisschen rum. Und schon haben wir so ein leicht verwildertes Dach.
Aber das gibt uns, wie gesagt, so ein bisschen Natur pur. Als Kontrast gegen dieses recht moderne Haus. Ja, so, hier noch. Und das Dach ist fertig. Jetzt geht es nur noch an die Fenster und die Außenwände. So, zu guter Letzt kommen jetzt Fenster. Fenster, Fenster, Fenster. Das heißt, wir können hier überall Fenster mit den Glasscheiben unserer Wahl reinmachen. Hier machen wir alles zu. So. Hier über der Tür machen wir dann natürlich so. Alles andere macht ja keinen Sinn. Hier oben machen wir das einfach zu. Und das machen wir einfach zu. Also wir machen eigentlich alle Fenster einfach zu mit Glasscheiben. Und das machen wir jetzt mal schnell. Ich wünsche euch viel Spaß dabei, denn den werde ich auch haben. Bis gleich. So, jetzt haben wir alle Fenster drinne. War auch das, was mit Abstand am längsten gedauert hat. Aber gut. Jetzt nehme ich gerade schwarzes Glas und mache einmal hier auf die zwei Terrassen eine Umrandung. Ich nehme schwarzes Glas, ihr könnt natürlich nehmen, was ihr wollt, da seid ihr frei. Aber ich nehme immer schwarzes Glas. Ich weiß nicht warum, bin so quietschebuntes Glas irgendwie nicht so geil. Gut, haben wir das gemacht. Jetzt geht es erstmal an die Wasserfälle, die müssen wir auffangen. Das machen wir von hier. Erstes Glas im linken Fenster bis letztes Glas im linken Fenster oder erstes, je nachdem wie man guckt. Oder bis erstes oder letztes Glas im rechten Fenster. Machen wir so mit Eichentreppen, na danke schön, so einmal ein Becken drumherum und dann machen wir einfach Slabs drunter. Fertig. Dann gehen wir hin, machen einmal rundherum Dirt drauf, da machen wir dann Trapdoors dran. So, dann machen wir Grasblöcke wieder weg, bis auf die in der Ecke und da machen wir einfach zweimal Tropenbaumlaub drauf. Und schon haben wir so ein kleines Wasserauffangbecken, was auch ganz schön aussieht. Das Ganze machen wir auf der anderen Seite natürlich gleich nochmal. Aber wir werden jetzt mal eine Wand durchdekorieren, damit wir wissen, wie wir die ganzen Wände dekorieren. So, wir nehmen Grasblöcke, machen die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so genau von Fenster bis Fenster. Machen Raptors drumherum. Und hier drauf die Pflanzen eurer Wahl. Ihr solltet aber schon immer bei einer Pflanze bleiben, damit das Ganze auch so einen schönen Symmetrieeffekt in den Blumen bekommt. Dann nehmen wir Fichtenholztreppen und machen hier oben bei den Fenstern so jeweils drei Stufen hin. Und, habe ich das vergessen, hier nehmen uns den Blumentopf, den stellen wir dann immer außen hin. Und hier können wir dann irgendwelche anderen Blümchen reintun. So. Hier oben können wir das Ganze natürlich dann auch nochmal machen. Links und rechts vom Wasser. Bei Blumentöpfe. Können wir vielleicht auch mal so stellen, das ist ja nicht so schlimm. So. Und hier, wo wir diese schmalen Gänge haben, können wir unten das natürlich exakt genauso machen, halt nur zwei Blöcke. So, und hier oben dann zweimal Fichtenholz und stellen da eine oder zwei Töpfe drauf, wie man möchte. Und so dekoriert man dann das ganze Haus durch. Und das machen wir jetzt mal ganz schnell. Ja, jetzt haben wir alles soweit fertig. Wir haben hier alles schön dekoriert, schön mit Blümchen gemacht, unten schön mit Dirt und Blümchen gemacht. Wir haben die Wasserfälle aufgefangen. Das Haus ist eigentlich soweit fertig. Es fehlen nur noch Türen. Die machen wir von innen, wie immer, damit wir so einen schönen kleinen dreidimensionalen Effekt hier wieder bekommen. Und das Haus ist fertig. Wenn wir uns jetzt einmal hier reingucken, sehen wir, hier ist unheimlich viel Platz drin, um richtig, richtig schöne Sachen zu machen. Um Raumaufteilungen zu machen, um schöne große Treppen zu machen. Also hier kann man richtig viel drin arbeiten. Wie wir das machen, das schauen wir uns in einem anderen Video an.
Sonst würde das Ganze hier über eine Stunde dauern oder so. Und ich denke, das ist echt cool geworden. Ja, wir sehen, ich habe das Haus dreimal gebaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr das Video gerne liken. Wenn noch nicht geschehen, den Kanal abonnieren. Und wenn ihr noch andere Ideen habt, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr sehen wollt, wie wir das Haus aufteilen, einrichten und komplett von innen noch fertig machen, dann schreibt mir das auch mal in die Kommentare. Dann können wir das natürlich in Angriff nehmen. Von meiner Seite heißt es nur noch vielen, vielen lieben Dank fürs dabei gewesen sein und tschö mit Ö.